Hallo ihr Lieben, heute geht es um die Pflanzenanzucht. Es gibt ein weiteres Update, außerdem ein Gartenrundgang, also bleibt dran. Zunächst legen wir mal im Garten los. Ich bin noch mal beim Hochbeet. Letztes Mal war es ja noch abgedeckt. Da wächst ja fleißig Salat, da wachsen fleißig Radieschen, wie ihr erkennen könnt. Die eine oder andere ist schon größer, da auch. Ja. Und zwischendrin habe ich halt frische Radieschen gepflanzt, um das Ganze aufzufüllen. Dann direkt daneben, vielen Dank, Modern. Ich habe ja Bärlauch bekommen. Allerdings habe ich jetzt im Nachhinein mitbekommen, dass man die lieber halbschattig, schattig irgendwie wachsen lässt. Deswegen, die werde ich nochmal umsetzen. Ja, hier sind wir bei meinem Naturzaun-Hochbeet. Da seht ihr ein bisschen Rhabarber. Habe ich ein Pflänzchen reingebracht. Das wird sich noch erholen. Ist ganz frisch. Bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Ja, und von dieser Seite, ihr könnt das generell sehen, ich habe da ein bisschen mehr aufgebracht. Ich habe da auch mit Steinen das Ganze so gemacht, dass ich von der Seite dann da ein bisschen mehr Zugang zu habe, weil ansonsten natürlich der Naturzaun stört. Ja. Und ja, das alles so in Entwicklung. Und direkt daneben habe ich mit den Steinen gearbeitet, die letztendlich dort vor Ort waren, habe aus zwei. Ja, Tomatenmöglichkeiten dann, nee, aus dreien jetzt zwei gemacht. Ja, und arbeite mich dann nach links vor. Und dahinter, da soll natürlich noch ein Zugang hin. Ich werde so quasi das von links nach rechts rüber miteinander verbinden. Also das Grassoden-Hochbeet-System nenne ich es jetzt einfach mal rüber zu dem anderen. Ja, wie ihr sehen könnt, da hat sich auch einiges getan. Ja, hab da so ein Palettenkasten-Ding da einfach oben drauf. Mittlerweile ist es sogar befüllt und bepflanzt, auch hier direkt daneben. Da dürft ihr euch fürs nächste Mal drauf freuen, wenn es da einen Gartenrundgang gibt. Ja, der Knoblauch hier wächst auch alles wunderbar. Ich bin sehr zufrieden. Alles andere auch. Ja, und direkt daneben hatten wir letztes Jahr das Kartoffelbeet und da werden jetzt auch zeitnah die ersten Kartoffeln reinkommen. Ich werde mich bis zum Zaun durchgraben, da gibt es genug zu befüllen. Ja, und jetzt sind wir. Und das ist quasi ein Spoiler. Ich habe ja gesagt, ich habe gerade erst angefangen und es geht natürlich um Garten und um Nachhaltigkeit, aber da gehört für mich da auch zu, ja, alte Sachen, ja, ich sag mal, aufzupimpen. aufzupimpen und oder die Dinge so zu belassen, wie dies hier. Also, das ist ein altes Klapprad, ein Elektra. Und, nee, Blödsinn, ein Victoria. Mal gut, ich habe es im Bild eingeblendet. Ja, und das Ding kommt vom Sperrmüll. Hat sich sogar herausgestellt, dass das Ganze eine seltene Hinterradnarbe hat, von der ich schon länger träume. Das weiß ich auch erst seit einigen Tagen, also noch nicht so lange. Das ist eine Zweigang-Dumatic-Schaltung hinten. Da gibt es keine Schaltung am Lenker oder so, sondern man macht so durch Rücktrittbewegungen quasi wechselt man den Gang. Ich finde es total geil. Da könnt ihr euch auf was freuen. Da werde ich auf jeden Fall noch einiges vorhaben, auch mit anderen Fahrrädern. Also da könnt ihr gespannt sein, wie sich das bei mir weiterentwickelt. So sieht's gerade draußen aus. Bisschen Wolken, aber ansonsten haben wir heute einen richtig schönen Tag. Ich stehe hier vor meiner Fensterbank und wie ihr sehen könnt, es hat sich ein bisschen was verändert. Ja, ich musste irgendwann mal anbauen, weil ich einfach keinen Platz hatte. Dann wurde es richtig, richtig viel. Und habe dann letztendlich ein bisschen outsourcen müssen. Ich hatte ja zum Glück die Möglichkeit, in einem Gewächshaus etwas unterzustellen. Und bevor ich hier anfange, hier werde ich gleich weitermachen, geht es erstmal ins Gewächshaus, von dem ich gerade geredet habe. Hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reihen Kohlrabi. Daneben dann zwei Reihen Blumenkohl, beziehungsweise nicht ganz vollständig, rote Beete, rote Rübe. Ach, den Kohlrabi, den muss ich euch noch zeigen. Sind schon einige richtig schön am Wachsen, da bin ich sehr zufrieden. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Andere sind noch nicht so lange da, da kommt das dann halt noch. Auch hier vorne die großen. Ja, und dann ging es weiter, wie gesagt, rote Beete, rote Rübe, Mangold Rainbow, da seht ihr gelb und rot links gerade noch, und dann die ganzen Kräuter. Gut, zurück zum Hier. Ja,
Ich glaube, ich habe da noch gar nicht so viel drüber geredet. Es ist eine Weile her. Also ein größeres Update. Ich habe hier noch ein bisschen Saatgut liegen, was ich die nächste Zeit in die Erde bringen möchte. Hier habe ich noch ohne Ende Töpfchen stehen. Hier habe ich schon Kräuter. Heute habe ich noch mal Kräuter. Nee, oder war das gestern? Nee, heute habe ich noch mal ein paar Kräuter ja, gesät. Und hier warten noch ein paar Sachen. Oh, da gehe ich lieber von dieser Seite ran, damit ihr das auch erkennen könnt, was da überhaupt drin ist. Da habe ich gelbe Beete, den gelben Glücksalat von Permaglück, mit dem ich aber noch kein Glück hatte. Alles andere war super bisher, aber die kriege ich einfach nicht zum Keimen. Irgendwas mache ich verkehrt. Wenn jemand von euch da eine Idee hat, immer her damit, wird mir auf jeden Fall weiterhelfen. Ich habe jetzt schon zwei Saatreihen, wie hier zu sehen, gehabt und ja, ich hatte auch schon andere Gefäße und es halt nirgendwo kam was. Keine Ahnung. Ich irgendwas. Oh, was flog da runter? Ach so, ups. Oh, hier. Hat mir meine Herzdame gebastelt. Düdü. Habe ich leider gerade runtergeschmissen. Man solle mich steinigen. Ja. Ich finde das total toll. Ich habe mich da mega drüber gefreut. Nochmal danke an dieser Stelle. Ja, was habe ich hier noch? Ach genau, ich hau ja schon ab. Kohlrabi Superschmelz habe ich größtenteils schon rausgeholt. Dann habe ich hier, ja, das war es eigentlich auch schon. Also pikiert habe ich hier schon einiges raus. Das funktioniert wunderbar an diesen Schälchen. Das werde ich nächstes Jahr wieder so machen. Schön, dass die Sonne gerade rumkommt. ja, und dann haben wir hier noch, was war denn das links? Was kann ich? Ach, die rote Beete, irgend so eine komische Sorte. Also hier, Tordo di CH Punkt habe ich hier hingeschrieben. Lauchzwiebeln, Mangold, ja, letztendlich könnt ihr das wahrscheinlich alles lesen, aber ich glaube, die einen oder andere nicht. Also ich kann das eine oder andere auch nicht mehr hundertprozentig lesen. Auf jeden Fall Tomatensorten von der lieben Jen und dem Gärtner vom Gartengemüsekiosk. Hilfe, Gartengemüsekiosk, so habe ich es richtig ausgesprochen. Ja, hat mir nochmal weitergeholfen mit einer Tomatensorte. Da habe ich mal ganz lieb nachgefragt, habe noch ein paar Samenkörnchen gekriegt. Von dreien, die ich jetzt hier reingetan habe, sind zwei gekommen. Das ist ja schon mal sehr toll. Und dahinter ist die. Ups, ich habe gar nicht gesehen, dass das unscharf war. Ich hoffe, das passiert nicht die ganze Zeit. Das fällt mir gerade erst auf. Ich gucke in Tatsächlichkeit nämlich auf meine Pflänzchen und erzähle und erzähle. Und so nach Gefühl halte ich die Kamera, aber ich sehe, das stellt sich scharf und unscharf. Okay, ich achte da jetzt mehr drauf. Auf jeden Fall tolle Tomatensorten. Vielen Dank fürs Zusenden. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ich bin gespannt, wie das nachher alles schmeckt. Hier geht's weiter. Durchgekommen, ein paar Paprikasorten. Die sehen jetzt gerade alle so aus. Der ein oder andere, wie ihr sehen könnt, ist hin. Den werde ich mir auch aussortieren. Das habe ich vorhin gesehen. Also doch noch nicht ganz so das hundertprozentige Update. Ich wollte heute hier aber auch noch mal bei. Dazu allerdings später. Hier vorne habe ich einmal Fenchel und dann ja, Physalis und solche Geschichtchen. Und ich habe ja noch zugeschickt gekriegt, ganz tolle Pflänzchen. Da vorne habe ich drei Süßkartoffeln und die restlichen Pflanzen sind Physalis. Vielen Dank, vielen Dank, Madeleine und Ben. Und dann habe ich Tomaten ausgesät. Alles, was ich da habe, voll alles rein in die Erde. Und das ist das Zwischenergebnis. Oh, die Sonne knallt hier ein bisschen. Ändert sich das für euch auch? Egal, für mich auf dem Display ist jetzt ein bisschen weniger zu sehen. Ja, und ganz tolle Sorten dabei und auch eine ganz tolle Sorte. Wo ist sie denn? Oh, krass, ist schon ein kleiner Dschungel. Da ist sie. Da könnt ihr das sehen. Von dieser Tomate erwarte ich tatsächlich ein bisschen was. Das ist die Tomate Sunviva. Die soll gegen den Kohlweißling helfen. Also eine natürliche Abwehr. Ich werde mal gucken, wo ich das dann pflanze im Garten, damit das natürlich alles so Sinn macht. Ja, und das war's. Also ich habe insgesamt bisher 29 Tomatensorten hier drin. Übrigens auch ein kleiner Test. Ich habe letztes Jahr, als ich noch so gar keine Ahnung hatte, ich habe ja ganz frisch angefangen und hatte null Wissen, null, keine Ahnung, kein Gefühl. Ein bisschen Gefühl, ja. Aber habe irgendwann mal bei eBay irgendwelche Samen, die ich gesehen habe, bestellt von lila Tomaten. Aber nicht so lila, wie wir das kennen, so ein total durchgedrehtes Lila, eher so Osterei-Lila.
Und ich dachte, solche Tomaten soll es geben. Bestellt, hat auch hammerwenig gekostet. Ich wollte mal ausprobieren. Die Keimrate ist unter aller Sau. Da seht ihr, die sind wirklich hier am Rand. Da habe ich geschrieben, Lila-Tomate made in China. Und ich weiß nicht, das war alles voll Samenkörner. Ich habe alle reingeschmissen. Ich weiß nicht, wie viel das waren. Ich sage jetzt einfach mal 20, 25 oder so. Wir haben eine Keimrate dann also von, scheiße, Mathematik, 20%. Hau das hin. ja, müsste hinhauen, glaube ich. Egal. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich bin mal gespannt, ob das eine Tomatensorte ist, die die Zunge lila färbt oder wie auch immer. So wie diese Lollis, die ich irgendwie noch so kenne aus meiner Kindheit und Jugendzeit. Aber ich glaube, die gibt es immer noch. Egal. Laberababa. Also, das war das Update von der Fensterbank. Passt doch irgendwie ganz gut. Ihr wisst ja, das ist mein Kanallogo und eine Tätowierung von mir, da. Und hat ja so eine Bedeutung für mich, aber darum soll es nicht gehen. Im Moment ist das ein Platzhalter und Platzhalter auf diesem Tisch. Es ist schön leer und ja, ich erwarte Post. Diese jetzige Folge ist gerade die 99. Folge, nee, nicht die 99. Folge, sondern diese Folge ist das 99. Video, was ich auf meinem Kanal hochgeladen habe, inklusive Kanaltrailer etc. Podcast habe ich mit dazu gezählt. Und ja, ich habe was Besonderes mit euch vor, sprich, dies ist eine Ankündigung. Ihr müsst unbedingt aufpassen. Die 100 oder das 100. Video, was ich hochlade, wird ein ganz besonderes sein. Ich habe die 1000 Abonnenten geknackt. 100. Video. Generell möchte ich mal Danke sagen und da habe ich mir was überlegt und ja, aber mehr möchte ich jetzt so gar nicht erzählen. Das kommt dann in der nächsten Folge. Ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben und das beobachten und die Folge solltet ihr auf keinen Fall verpassen, denn es gibt eine Überraschung für euch. Also, mehr erzähle ich jetzt nicht. Am besten mache ich jetzt Schluss und sage Tschüss, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zusehen, Zuhören. Ich habe ganz viel gezeigt und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und sage Tschüss, euer Lars.